zusammen, hier nun unsere neue Reihe rund um die Hundeausstellung. Was muss mein Hund können? Was muss ich beachten? Was muss ich mitnehmen? Das sind nur einige von vielen Fragen, auf die ich gerne eingehen möchte. Die optimale Präsentation eines Hundes auf Schauen ist eine Kunst für sich, damit ein Hund eine gute Bewertung auf einer Ausstellung erhält. Ich bin nun kein Profi, aber ich glaube, das lässt sich sehen. Sind natürlich auch extreme Staubfänger, da müsst ihr euch im Klaren sein, also wenn ihr mal so viel gesammelt habt. Aber gehen wir mal weiter. Unsere Reihe rund um die Ausstellung beinhaltet folgende Themen, die ihr in der Infobox unten findet. Alle Themen, die dann schon verfilmt wurden, sind mit einem Link versehen. Teil 1 ist nun, wie gesagt, der erste heute, fängt mit der Ausbildung von unserem jungen Spitz an. Teil 2 ist dann das eigentliche Ringtraining. Teil 3, die passende Kleidung. Ja, was ist passend? Welche Kleidung passt zu meinem Hund? Teil 4, jetzt wird unser Hund gestylt, aber keine Angst, das Haarspray benutzen wir gar nicht. Teil 5, Equipment für die Ausstellung. Ist klar, was müssen wir alles mitnehmen? Und Teil 6 sind dann die Regeln der Ausstellung. So, wir fangen mit dem Teil 1 an, wir üben das Stehen. Ihr habt richtig gehört, erstmal nur das Stehen, auch das ist eine Kunst. Der Hund sollte im Ring nämlich nicht sitzen. Immer daran denken, der Spitz ist ein Tier, also übertreibt es nicht, Lektion für Lektion. Einfach spielerisch mit Leckerlis üben. Unsere Spitze zeigen euch nun, wie ich das mit ihnen gemacht habe. Als erstes kam das Stehen. Und dann haben wir den Hund ohne Leine mit uns mitfolgen lassen. Das sind die ersten Übungen. Anschließend kam dann das Laufen an der Leine und das Anziehen der Vorführleine und dann das Zähnezeigen. Und wenn diese Lektionen einwandfrei vom Hund angenommen wurden, können wir im Ringtraining beginnen. Also dann legen wir mal los. Wir zeigen euch, wie wir geübt haben. Rein, Sitz. Komm her. Sehr schön. Na, du musst schon fressen. Aufstehen. Nein, nicht sitzen. Das ist gemein. Das ist eine blöde Tüte. Komm her. Genau. Wir füttern grundsätzlich, wenn das Baby steht und nicht sitzt. Du sollst stehen. Stehen. Sehr schön. Jeder Anfang ist schwer. Der Hand folgen. Unser Linchen ist 10 Wochen alt. Ich laufe jetzt. So, nächste Lektion. Wir lernen das Laufen. Komm. Sehr schön. Super. Und das Laufen lernen. Komm. Sehr schön. Und folge meiner Hand. Sehr schön. Okay. Passt. So, eine Woche später. Unsere Linchen hat jetzt schon eine Woche geübt. Probieren wir es mal. Komm. Hier, komm. Keine Lust? Sehr schön. Super. Okay. So viel zum Thema Ringtraining mit dem Welpen. Guck mal, was haben wir da? Hier, was haben wir da? Ja, guck mal. Magst du nicht. Ja, wir wollen ja keine Gewalt aus. Das soll ja Spaß machen. Ja, ich habe ja noch einen. Und guck dir nochmal an, was wir da haben. Was ist denn das? Oh, guck mal. Was ist denn das? Ach, das ist was ganz was Schlimmes. So, und schon haben wir es angezogen. Super, hier, ganz fein. 12,5 Wochen ist sie jetzt alt. Gibst du erstmal sowas? Das klappt jetzt ja schon viel besser. Ja, das klappt viel besser. Super macht sie das. Ganz feine. Ziehen wir da einen Dreh rum, ne? Ja. Nein, nicht hin. Nicht hin. Super. Komm, machen wir mal. Machen wir mal. Sehr schön. Legen wir los. Eileen ist jetzt 13 Wochen alt. 13 Wochen alt ist die Kleine. Und dann gucken wir mal, wie sie das macht. Na, stehen bleiben. Sehr schön. Die Leine klappt auch schon. Komm, Köpfe durch, Köpfe durch. Sehr schön. Robert. Was auch noch wichtig ist, wenn Sie beeindruckt sind auf der Ausstellung, komm her. Und über Schwänze streichen. Ja, da kann man schön die Rute richtig schön hinlegen. Ja, noch einmal. Und über Schwänze streichen. Super macht sie das. So, eine schwierige Übung. Wir wollen jetzt die Zähne angucken. Zeig mir deine Zähne. Ja, komm. Zeig mir deine Zähne. Sehr schön. Also langsam anfangen. Noch einmal, zeig die Zähne. Ja, sehr schön.
Und zum Schluss füttern wir noch ein bisschen im Stehen. Und das war's schon wieder für heute. So, nun habt ihr gesehen, wie unsere Eileen, dass die war jetzt zwischen 11 und 14 Wochen alt, euch das gezeigt hat. Zum Abspann haben wir noch ein paar Übungen mit unseren anderen Welpen. Wir machen das gerne schon im Welpenalter. Also wie gesagt, wenn eure Lektionen alle funktionieren, dann können wir uns am Teil 2 mit dem eigentlichen Ringtraining wiedersehen. Aber jetzt guckt einfach mal. Dann freue ich mich, dass ihr euch im nächsten Film wieder begrüßen darf und viel Spaß beim Üben und bis bald. Vielen Dank fürs Video schauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar, Daumen nach oben und gerne auch den Kanal abonnieren. Danke!